Grünen unsere Kollegin Frau Beate Müller-Gemmicke. Bitte schön, Frau Kollegin Müller-Gemmicke. Ja, sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, unsere Arbeitswelt ist inzwischen tief gespalten und darüber kann auch eine niedrige Arbeitslosenquote nicht hinwegtäuschen, Herr Schieverling. Zu viele Jobs sind nicht nur atypisch, sondern eben auch prekär. Laut WSI ist der deutsche Niedriglohnbereich mit 22% einer der größten in Europa. Nur in Staaten wie beispielsweise Polen und Rumänien gibt es noch einen größeren Anteil an Niedriglöhnen. Natürlich braucht die Wirtschaft eine gewisse Flexibilität, aber darum geht es schon lange nicht mehr. In Teilen der Wirtschaft geht es nur noch um den Wettbewerb um die billigsten Löhne. Und diese Fehlentwicklung kann und muss korrigiert werden. Das müssen Sie, die Regierungsfraktion, endlich zur Kenntnis nehmen. Wenn der Lohn unterhalb des Existenzminimums liegt und Vollzeitbeschäftigte ohne Arbeitslosengeld II nicht über die Runden kommen, dann spiegelt der Lohnzettel alles Mögliche wider, aber sicher nicht den eigentlichen Wert der geleisteten Arbeit. Und dafür kann es keine Rechtfertigung geben. Das ist einfach nicht gerecht. Und wenn Leiharbeitskräfte weniger verdienen als ihre festangestellten Kolleginnen und Kollegen und wenn zunehmend Stammpersonal durch Werkvertragsbeschäftigte ersetzt werden und sich damit die Lohnsenkungsspirale immer noch weiter dreht, dann läuft etwas gewaltig schief in dieser Arbeitswelt. Augen zu und durch ist hier einfach zu wenig. Wir brauchen endlich eine neue Ordnung und soziale Leitplanken auf dem Arbeitsmarkt. Nehmen wir den Einzelhandel als Beispiel, und dort gibt es nahezu alle Formen des Lohndumpings und der Verantwortungslosigkeit der modernen Arbeitswelt. In deutschen Supermärkten werden nur noch knapp 50% der Beschäftigten ordentlich nach Tarif entlohnt. Vollzeitstellen werden durch Minijobs ersetzt. Selbstständige Kaufleute übernehmen Filialen, aber nicht lang bewährte tarifliche Regelungen. Tätigkeiten, die den Einzelhandel ausmachen, werden als Leiharbeit oder eben als Werkverträge an Fremdfirmen vergeben. Wenn Leiharbeitskräfte aber beispielsweise in NRW den Mindestlohn bekommen, dann verdienen sie gemessen am Einzelhandelstarif immerhin 33% weniger. Und noch schlimmer trifft es die Werkvertragsbeschäftigten. Sie werden ja nach dem Tariflohn der vermeintlich christlichen Gewerkschaften bezahlt, und sie bekommen nur noch rund 6,60 Euro. Viele entschuldigen das als unternehmerische Freiheit. Für uns aber hört die unternehmerische Freiheit bei Lohndumping auf. Ein weiteres Beispiel ging diese Woche wieder durch die Medien. Es ist schon angesprochen worden, in der Schlachtbranche werden ausländische Beschäftigte mit Hilfe von Scheinwerkverträgen zu Niedrigstlöhnen beschäftigt und in baufälligen Kaschemmen untergebracht, obwohl die Medien seit Jahren voll sind mit derartigen Berichten und das Ausland sich mittlerweile über das Lohndumping in Deutschland beschwert, macht die Bundesregierung in ihren Antworten auf unsere aktuelle Kleine Anfrage auf ahnungslos. Sie hat noch immer keine Daten zu Werkverträgen und verweist stoisch und ignorant auf das geltende Arbeitsrecht, das auch Subunternehmen einhalten müssen. Und dann schreibt sie, ich zitiere, die Einhaltung dieser Regelung können die Arbeitnehmer von den Arbeitsgerichten überprüfen lassen. Zitat Ende. Diese Aussage ist unglaublich. Meinen Sie wirklich, dass diese ausländischen Beschäftigten in den Schlachthöfen, die hinter im Prinzip Zäunen wohnen müssen, wirklich vor Gericht ziehen können? Das ist nicht nur zynisch. Diese Aussage ist meiner Meinung nach ein Skandal. Wir Grünen aber haben die Beschäftigten in der Fleischbranche im Blick und stellen deswegen heute ja auch einen Antrag zur Abstimmung. Und zum Thema Scheinwerkverträge lassen wir heute auch über einen effektiven Gesetzentwurf abstimmen, der übrigens bewusst eng gefasst ist, damit auch Sie, die Regierungsfraktionen, zustimmen können. Es gibt nämlich eine Regelungslücke im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, und deshalb vergeben Unternehmen Werkverträge häufig nur an Fremdfirmen mit Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis. Wenn dann ein Scheinwerkvertrag
gerichtlich festgestellt wird, gelten die Beschäftigten deswegen als Leiharbeitskräfte. Es wird also billiger für die Unternehmen und vor allem schützt die Erlaubnis vor allen weiteren rechtlichen Konsequenzen. Das ist verantwortungslos, mehr noch, das lädt sogar zum Lohndumping ein. Es muss endlich Schluss sein mit diesem Rettungsschirm für Scheinwerkverträge. Schwarz-Gelb hatte vier lange Jahre die Möglichkeit und auch die Verantwortung, für bessere Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt zu sorgen. Fest steht aber, Sie, die Regierungsfraktion, haben Ihre Chance vertan und die Arbeitsministerin hat durch Untätigkeit geglänzt. Es war immer das gleiche Muster. Fehlentwicklungen werden erst lange ignoriert, dann werden umfassend Prüfungen und Maßnahmen angekündigt. Wir haben viele schöne Worte gehört, passiert ist nicht wirklich viel. Was die Regierung versäumt hat, werden wir nach der Wahl anpacken. Notwendig ist ein Mindestlohn, und zwar flächendeckend. Alles andere ist ein Etikettenschwindel. In der Leiharbeit wollen wir das Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit ab dem ersten Tag. Vor allem wollen wir das Tarifvertragssystem stärken, denn Tarifflucht ist nicht akzeptabel. Wir wollen die zu hohen Hürden im Tarifvertragssystem abbauen und damit die allgemeinverbindliche Erklärung von Tarifverträgen erleichtern und ebenso das Arbeitnehmerentsendegesetz für alle Branchen öffnen. Unser Ziel ist, dass die Tarifautonomie wieder funktioniert und möglichst alle Beschäftigten davon auch profitieren. Damit und mit einer Mitbestimmung auf Augenhöhe lösen wir vor allem auch effektiv das Problem mit den zweifelhaften Werkverträgen, das Sie, die Regierungsfraktion, stoisch ignorieren. Kurzum, wir wollen nach der Wahl wieder Ordnung auf dem Arbeitsmarkt schaffen. Wenn der Anstand in Teilen der Wirtschaft verloren geht, dann müssen die Rahmenbedingungen verändert werden, denn jegliche Arbeit muss fair entlohnt werden und alle Beschäftigten haben Wertschätzung und Anerkennung verdient. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Beate Müller-Gemmicke. Nächster Redner.